Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Es geht jetzt weiter mit Star Wars Empire at War, Forces of Corruption. Das Konsortium hat beim letzten Mal seine Invasionswelle, seine erste, begonnen. Und mit Nal Hutta und Honokra haben wir auch zwei Planeten erobert. Heute haben wir jedoch noch deutlich Größeres vor. Wir wollen gleich drei Planeten erobern, vielleicht schaffen wir sogar noch mehr. Und deswegen müssen wir jetzt auch sofort loslegen, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen. Yavin 4 ist dieses erste Ziel. Der Mond Yavin 4 ist eine heiße Dschungelwelt mit vier Hauptkontinenten, die durch sechs Ozeane voneinander getrennt sind. Vulkane und breite Flüsse durchziehen den undurchdringlichen Dschungel. Der Mond hat eine trockene Regenzeit und alle paar Monate fegen heftige Stürme übers Land. Yavin 4 wurde von dem dunklen Sith Lord Naga Sardorf und seinen Jüngern besiedelt. Nach und nach entwickelten sich aus den Überlebenden des Sardorf-Volkes die tödlichen Massassi-Krieger, die überall im Dschungel enorme Tempel errichteten, bevor sie in den Legenden verschwanden. So, keine Raumstation haben wir. Wir nähern uns einer gegnerischen Befestigung. Wir müssen sie ausschalten, bevor wir den Planeten befreien können. Aber Korvetten warten dort, haben wir ja gesehen. Und deswegen lassen wir es erstmal so, wie es ist. Und es ist zu spät. Hier ist Skip Brave Sturmschiff. Waffen geladen. Geh jetzt in Angriffsposition. Koordinatenempfang. Sind unterwegs. Gegnerisches Ziel entdeckt. Tau-Tau-Kreuzer hier. Greife an. Weit in Reichweite. Bewaffnet und bereit. Wir sind hier. So, die wollen jetzt Gegner hier nochmal Stress machen. Was haben wir jetzt hier? Ja, wieder so ein bisschen verkrüppeltes Kryptzeug halt. Sensoren aktiv. Regatte meldet. Ich möchte gerne beide erwarte haben. Erwarte Befehle. Position bestätigt. Bereit zum Einsatz, Commander. So, ihr macht das mal, ne? Ihr schafft das. Waffen geladen. So, jetzt können wir noch hier die einsetzen. Waffen sind scharf. Rücken vor auf eure Position. Kanonenbootwaffen sind feuerbereit. Erwarte ihre so, ihr geht jetzt bitte wieder zurück. Ihr teilt euch auch wieder auf. Aktiv. In Ordnung. Nein, jetzt fliegen die auch noch genau da rein. Wie viel Dusel haben diese Korvetten denn? Waffen aktiviert. Regatte in Bereitschaft. Unterwegs zu neuen Koordinaten. Bestätige. Sind unterwegs. Gut, jetzt geht ihr dorthin. Sie fliehen. So, jetzt. Befehle empfangen und verstanden. Geschütze auf voller Kraft. Jawohl, die haben wir noch kaputt gekriegt. Sehr schön. Die halt nicht. Macht nichts, nicht so schlimm. Okay, dann rücken wir jetzt auch direkt mit den Bodentruppen nach. Überprüfe den Sektor und lege los. Kommt, versammeln wir ein bisschen schneller hier. So. Alle da? Jawohl. Und los geht's. Invasion beginnt. Wir haben den Gegner also gefunden. Befolgen wir unsere Befehle. Ihr zahlt gut. Also sind wir bereit zum Kampf. Wählt eure Verstärkung. Manchmal ist der direkte Weg nicht der beste. Erforscht alle Möglichkeiten, bevor ihr eure Truppen zum gegnerischen Stützpunkt führt. Melde mich wie befohlen. Bereit für etwas Action. Die Schützturm wird gebaut. Wir warten schon seit Stunden. Wir haben einen Bauplatz erobert. Laden und entsichern. Konstruktion abgeschlossen. Habt ihr ein Ziel? Die Schützturm wird gebaut. Was habt ihr? So, das war jetzt der erste wichtige Schritt. Da konnte ich jetzt gerade auch nicht reden. Das musste jetzt einfach erstmal gesichert werden. Denn wir haben hier auf Yavin eine ganze Menge Leute gegen uns. Nicht nur die hiesigen Bewohner, die uns hier gleich mal überfallen. Also sagt uns, was wir tun sollen. Einheit wartet auf sondern es gibt hier auch noch ein Trainingszentrum für Truppen, bereit zum Angriff. Was wir auch noch beseitigen müssen, das befindet sich hier unten. Wir wissen eure Credits zu schätzen.
Gebäude haben wir da oben leider auch noch. Also Yavin 4 ist, wenn man es nicht gerade die Rebellen ist, echt ein schwerer Planet. Ich spiele ja noch auf leichter KI, das ist ja noch alles halb so wild. Oh! Ja, natürlich. Es ist euer Konto. Kommt dazu, kommt zurück, komm, schnell. Bestätigt. Rücken vor. Es hat keinen Sinn. Die sind einfach zu stark gerade. Mit ihren blöden Dingern da. Und da gibt es halt auch nur noch eine einzige andere Verstärkungsposition. Gut, Bombardement haben wir jetzt wenigstens, dann rennen wir jetzt da rein und opfern die halt. Wenn es nicht anders geht, muss es halt so gehen. So, ihr habt vielleicht schon gemerkt, der Spielbetrieb geht ganz normal weiter. Aber vielleicht habt ihr stimmlich eine leichte Veränderung bemerkt. Die ist einfach dadurch geschuldet, dass ich leider meine Emotionen auch mit knapp Mitte 20 nicht unter Kontrolle habe. Will heißen, ich habe in einem Wutanfall mein Logitech G35 Headset beschädigt. Es funktioniert zwar immer noch technisch, allerdings ist der linke Kopfhörerbügel gebrochen. Das heißt, zwischen linker Ohrmuschel und linkem und dem Hauptbogen, da ist jetzt nur noch das Kabel, was das Ganze zusammenhält, sprich die linke Ohrmuschel hängt einfach schief am Ohr, das ist einfach nicht mehr, also das funktioniert einfach nicht mehr. Und deswegen bin ich jetzt gerade zu einem leichten Umbau gezwungen gewesen und ich habe jetzt tatsächlich mal zum ersten Mal, glaube ich, in einer Let's Play Folge das Samsung Meteor Mic im Einsatz. Das habe ich ja bisher nur sehr sparsam eingesetzt. Einmal beim Unterstützungsvideo für Sarkul und einmal beim Jahresvideo beim letzten, glaube ich. Ansonsten habe ich das, glaube ich, noch gar nicht wirklich eingesetzt. Ich benutze es halt meistens zum Skypen oder sowas, aber jetzt eben nicht normalerweise zum Let's Playen. Aber jetzt hat es hier seinen großen Auftritt und ich habe auch die Soundeinstellung schon x-fach angepasst und rumexperimentiert, damit eben hier der Ingame-Sound nicht zu hoch ist. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so. Und das wird jetzt erstmal so bleiben, bis ich dann ein neues gekauft habe. Ich habe schon vor, mir dieses Logitech G35 auch nochmal zu holen, nicht auf ein anderes umzusteigen, denn da ich ja nicht jetzt der Profi-Gamer bin, reicht mir das, muss ich ehrlich sagen. So, ich muss mal Gas geben hier. Ich will den Planeten erobern. Ich muss jetzt mal anfangen, die Platze machen hier. Sofort, Sir. So. Impulsgeschütze. Rums. Unterwegs. Sitze ich hier einfach die ganze Zeit gemütlich rum. Impulskanone eröffnet das Feuer auf den Gegner. Yo, wie stark die einfach sind. Diese Bunker. Einheit zerstört. Greife Ziel an. Schick die Koordinaten rüber. Unfassbar. Wir leiten den Angriff. Einheit zerstört. Einheit zerstört. Ja, also Yavin 4 fordert auf jeden Fall einige Bodentruppen. Maximale Einheitenkapazität erreicht. So, bei den Droidika der Nachteil, man kriegt nur 3 Stück pro Kompanie, was ich viel zu wenig finde. So, da haben wir jetzt mal Zeitraffer rein. Oh! So, die Einwohner sind aber kaputt. Das ist schon mal gut. So, jetzt harren wir einfach so lange aus, bis das nächste Bombardement fertig ist und dann rennen wir da rein. So, das ist jetzt für mich auch ein Riesenumbruch hier, dass nicht das Headset auf dem Kopf zu haben, sondern hier ein Mikrofon mit Popschutz tatsächlich davor zu haben. Naja, den Popschutz habe ich extra gekauft. Ich muss auch ehrlich sagen, es war nicht die beste Entscheidung, das Samsung Meteor Mic zu nehmen.
Da habe ich auch lange überlegt damals, hole ich mir das oder nehme ich mir doch nicht, oder vielleicht doch das Rode Videomic. Aber da hat dann letzten Endes der Preis den Ausschlag gegeben, weil das Samsung einfach 100 Euro günstiger war und ich habe einfach nun mal nicht das große Geld, um mich hier munter mit Mitteln um mich zu schmeißen. Und die Bewertungen für das Samsung waren jetzt auch nicht schlecht, die waren auch eigentlich ganz gut. Und es hat eigentlich, würde ich schon sagen, einen auf jeden Fall ordentlichen Job gemacht. Die Qualität ist halt nicht herausragend und dieser extra Popschutz, den man sich hier extra kaufen musste, ist auch ein bisschen störend. Da hätte man einfach, ja, vielleicht besser dann das andere genommen. Aber jetzt ist es, wie es ist und damit muss man jetzt zurechtkommen und es wird schon irgendwie gehen. So, jetzt haben wir gewonnen. Kontrolle über den Planeten erreicht. Gebäude wird errichtet. So, und dann würde ich sagen, geht es direkt weiter zum nächsten Planeten. Unterwegs zu neuen Koordinaten. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Bonadan. Bonadan ist eine permanent gelbe Kugel mit kreuzweise angeordneten rostfarbenen Streifen, hervorgerufen durch schwere Bodenerosionen. Bonadans Industrie ist auf Kosten der Ökologie reich geworden, bis schließlich jedwedes Pflanzenleben, das nicht absichtlich zerstört wurde, durch Minen, Umweltverschmutzung und Vernachlässigung ausstarb. Als dicht besiedelter Planet beheimatet Bonadan viele empfindungsfähige Wesen aus der ganzen Galaxis. Die Welt ist mit Fabriken, Raffinerien, Docks und Schiffsbauwerften in 10 Raumhäfen übersät. Wir sind bereit. Die Vernichtung wichtiger Schlüsselelemente des Gegners ist eine optimale Taktik. Versucht, die verteidigenden Einheiten voneinander zu trennen und einzeln zu vernichten. Wo ist das Ziel? Nein! Nein! In Ordnung! Wie können die immer genau dahin fliegen? Das ist unglaublich. Das kann es einfach nicht sein. Vernichtet dieses Ding, für das ich jetzt keine weiteren Worte benutzen möchte. Weil die einfach nicht mehr jugendfrei wären. Und den gleich auch noch. Ja, und ihr wollt's wissen, oder was? Hier, könnt sterben gehen. Echt, da ist meine Laune echt schon wieder an einem Punkt. Ja, und ihr sitzt da auch oben rum. Laser eingerastet und bereit. Die Übertragung wiederholen. Greife ihre Position an. Kreuzer hier. Konzentriere die Feuerkraft. So, ihr macht jetzt auch mal maximale Feuerkraft, bitte. Crusader-Waffen geladen und feuerbereit. Nein, da ist schon wieder ein neuer gespawnt. Schneller! Feuer. Unsere Laser wurden vernichtet. Gitray meldet sich wie befohlen. Was befehlt ihr? Der Antrieb ist unser Primärziel. Wählt eure Verstärkung. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. Hier ist Gibray Sturmschiff. Beginne Angriff auf ihre Schilde. Waffensysteme komplett aktiviert. Waffen geladen. So, Raumkampf läuft tatsächlich irgendwie nicht so optimal im Moment. Weit unter den eigenen Ansprüchen und Erwartungen. Muss man einfach mal so sagen, da bin ich nicht zufrieden mit. So, jetzt setzen wir alle Spezialfähigkeiten in, die wir haben, so eine Zeitraffer. Wir haben gesiegt. Geht doch. So, eine Interceptor 4 haben wir verloren, ist aber wieder nicht so schlimm. So, jetzt geht es direkt weiter gegen Bonadan. Ich will heute tatsächlich einfach mal große Schritte machen. So, ihr seht, hier ist auch nicht so viel. Das können wir locker erobern. Invasion beginnt. Nicht verstanden. Bitte wiederholen. Wählt eure Verstärkung. Ah, das sieht ja gleich mal anders aus hier. Position. Manchmal ist der direkte Weg nicht der beste.
Erforscht alle Möglichkeiten, bevor ihr eure Truppen zum gegnerischen Stützpunkt führt. Eure Befehle. Wir sind so schnell wie möglich da. Geschützturm wird gebaut. Kampfbereit. Wenn ihr dafür bezahlt, renne ich auch im Kreis rum. Wir können jede Position erreichen. Erwarte Befehle. Sollte kein so, Problem man sollte auch sich vorher, wenn man das Konsortium in die Möglichkeit hat, sollte man sich unbedingt angucken, wo was auf der Map ist, wenn man es entsprechend korrumpiert hat. Es wäre einfach irgendwie sinnlos, das nicht zu nutzen, wenn man dann schon mal die Möglichkeit dazu hat. So, die Defense ist aufgebaut. Großartig. Hier kommt gar nichts mehr durch. Wir sind gleich da. Das sollte nicht allzu schwer sein. Geschützturm. So, hier kommt wirklich gar nichts mehr durch. Bestätigt. Ist ja euer Geld. Konstruktion abgeschlossen. Mich wie befohlen. So, die Grenadiere bringen wir in Sicherheit. Die halten nicht ganz so viel aus. So, wo sind sie denn jetzt? Eure Befehle? Die Imperialen. Seke. Gibt's ja wohl nicht. Bonadan ist ja eigentlich kein sehr großer Planet. Da gibt es eigentlich nicht viel zu tun. Sollen wir es direkt schon vorrücken? Okay. Bestätige. Sie wollen offenbar Super. Nicht näher kommen. Trauen sich offenbar noch nicht. Ach, der war wieder korrupte Miliz. Ach, habe ich sie da verschwendet. Egal. Man muss es auch ehrlicherweise sagen. Also, in der galaktischen Eroberung, da wäre es jetzt durchaus im Bereich des Möglichen, dass... Wir sind dran. Die Korruption entfernt wird, dass die korrupte Miliz greift. Aber hier in der Kampagne, so wie ich mich erinnere, ist es eigentlich nur sehr selten der Fall, dass tatsächlich mal Information unterwegs. Korruption irgendwie entfernt wird. Und von daher ist es jetzt nicht so schlimm, wenn wir einen Planeten mit korrupter Miliz erobern. Habe nicht verstanden. Bitte wiederholen. Systeme bereit. So, die setzen wir jetzt da rein. So, da haben wir die Disruptor-Waffen gesehen. Ihr habt gesehen, der Typ ist einfach mal direkt wie bei einer Atombombe einfach mal weggeschmolzen. Bis auf das Skelett runtergebrannt. So, what? Wir haben eine Top... Wie? Hä? Ach ja. Bonadan hat ja so ein paar automatische Lasersysteme, glaube ich. Wo kommen denn die jetzt her? Wo habt ihr euch denn versteckt? Angriffssensoren wir bereit. Sind verfügbar. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Na, seht ihr, hier bleiben nur noch die verbrannten. Hier kann man es sehr gut sehen. Dank der guten Detailauflösung, hier haben wir wirklich nur noch Skelettüberreste. Das ist... echt eine Wahnsinnswirkung von diesen Disruptor-Waffen. Befehle verstanden. Positionsänderung. So, ihr rückt jetzt mal bitte weiter vor. Verstanden. Geschützer Ziel erfasst. Feuer! Angriff, Angriff, Angriff! Genau, er hat es gesagt. Angriff, Angriff, Angriff. Triple-Angriff. Wirkt immer gut. So, und jetzt kommt das Rollkommando. Waffen geladen. Gib mir ein Ziel. Gib mir ein Ziel. Verstanden. Junge, du sollst einfach rollen. Gegner in Sicht. Eröffne das Feuer. Okay, Jungs, macht ihr mal hier. Sie schaffen es irgendwie gerade nicht. Ach doch, jetzt. Okay, auch die fliehen wieder. Auch dieser Planet gehört uns. Ein weiterer, glorreicher und zugegeben leicht errungener Sieg. Wir haben einen Bauplatz. System erobert. Aufbau beginnt. Auch hier pflanzen wir uns wieder zu. Und jetzt gehen wir direkt weiter. Munilinst. Ein komplett neuer Planet. Die Welt Munilinst im Outer Rim ist mit freundlichen Grasebenen bedeckt, unterbrochen von Gebirgen und Städten. Es ist eine der reichsten Welten der Galaxis, Stammsitz des intergalaktischen Bankenclans und Finanzzentrum des Imperiums. Weiter verbreitet als sein offizieller Name Munilinst ist sein Spitzname Moneyland. Die einheimischen Moons schafften es trotz der großen Entfernung vom galaktischen Kern,
ihre Welt in ein immenses Handelszentrum zu verwandeln. Schimmernde Marmor-Prunkbauten herrschen in allen Städten auf Molyneux vor. Säulen, Kapitelle, Giebel, Schnörkel und Vorsprünge ziehen sich durch die gesamte Moon-Architektur. Diese klassischen Gebäude wurden nur selten von Kriegen gezeichnet, aber wenn, dann verheerend. Sensoren aktiv. Euer Signal ist schwach. Bitte Bewegung. Wir nähern uns einer gegnerischen Befestigung. Wir müssen sie ausschalten, bevor wir den Planeten befreien können. So, jetzt lasse ich die Geschwader hier, denn ich habe einfach keine Lust mehr, sie zu bewegen. Die fliegen eh wieder direkt in die Falle. Der Gegner wurde entdeckt. Siehst du, was habe ich gesagt? Gesamte Feuerkraft wird gebündelt. Machen wir ein wenig Druck. Kann ich auch. So. Wir sind unterwegs. Jetzt sind wir auf die Schicht im Schacht hier. Das war's nämlich damit. Jetzt wartet nur noch ein Victory da vorne auf uns. Aber den können wir auch einfach mit Geschwadern jetzt totbomben. Verstanden. Bereit zum Einsatz, Commander. Ja, da hat es wieder jemand nicht verstanden. Regatte in Bereitschaft. Also, alle auf den Victory. Arme Sau. Asteroiden einsetzen. Wir empfangen euch. Gefechtssysteme aktiviert und zielbereit. Kommt her und helft mir! So, das war's damit. Jetzt hier drauf, bitte. So, wir haben aber hier auch Bestechung. Das heißt, der Gegner kann sowieso keine Garnisonstruppen bauen und das ist einfach auch ein Riesenvorteil. Auch das eine extrem effiziente Bestechung. Denn manchmal sind die Garnisonstruppen alles, was den Gegner rettet und das ist in diesem Fall nun mal einfach hier nicht der Fall. Ja. So, auch hier rücken wir jetzt direkt nach. Kennen wir es einfach mal gar nichts. Wobei, bei Munilins sollte man gucken, denn Munilins ist eine verdammt große Welt. So. Konstruktion abgeschlossen. Und da möchte ich ganz gerne mir das Ganze noch etwas Anwerbung leichter machen. Läuft. Ach, vielleicht hätte ich es auch lieber Anwerbung sollen. Läuft. Konstruktion abgeschlossen. So, die können wir noch ein bisschen höher aufrüsten hier. Konstruktion läuft auch bis jetzt gar nicht so schlecht. Läuft auch bis jetzt gar nicht so schlecht. So, jetzt setzen wir hier doch gekonnt die Sabotage ein, machen die Kaserne kaputt. So, und jetzt haben die nämlich nichts mehr außer diese paar lächerlichen Bodentruppen hier. Weil ich hatte einfach keine Lust, noch bis zum Gebäude vorzurennen. So, jetzt machen wir sie platt. Invasion beginnt. Wählt eure Verstärkung. Sofort, Sir. Wir gehen jetzt in Position. Bereit für etwas Action. Manchmal ist der direkte Weg nicht der beste. Erforscht alle Möglichkeiten, bevor ihr eure Truppen zum gegnerischen Stützpunkt führt. Wir haben einen Bauplatz erobert. Geschützturm wird gebaut. So, es gibt auf Munilins übrigens auch eine Sensoranlage, die befindet sich hier oben ganz hinten. Konstruktion abgeschlossen. Kommt nicht klar an. Bitte wiederholen. Hier lang, verstanden. Da lang. Entscheidet es gibt übrigens mal. Auch noch versteckte Waffenfabriken auf Munilins. Einmal hier drüben erobert. Und einmal hier drüben. Und ansonsten war es das. Munilins, ein sehr großer Planet. Und übrigens hier kann man ja auch schon einen Blick auf die Architektur werfen. Ja. Und da ist die ganze Map schon aufgedeckt. Eure Befehle. Angriff auf dieses Ziel. So, hier, Nanu? Was ist hier denn? Also hier ist auf jeden Fall die eine Waffenfabrik und hier ist die andere. Und wo ist jetzt die Sensoranlage? Hier, also... Verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Hier ist eigentlich auf jeden Fall eine. Naja. So, da kommt das. Da kommt noch einer. Der letzte Mohikaner. Ja, rennt in den Bunker, da kann ich euch wenigstens schön mit einem Bombardement platt machen. Na dann los! Waffensysteme aktiviert! Zielsysteme sind online! So, schön, dass die immer gleich hier stehen bleiben.
Jawohl. So, hier können wir wenigstens nochmal das wunderschöne Gras vom Munilinst bewundern. Und auch die fliehen wieder. Na? Na? Na, ich glaube, sie schaffen's. Oh. Oh, wie knapp. Naja. Wenn es auf die Art und Weise gehen soll, bitte. Ich möchte jetzt aber eigentlich noch weitermachen. Denn... ein Planet ist mir noch aufgefallen, den wir trotzdem noch erobern können. Und zwar Felucia. Warum? Normalerweise würde ich mich sträuben, aber wir haben auch dort Bestechung. Das heißt, der Gegner kann keine Truppen aus diesem verdammten Piratenstützpunkt spawnen. Eigentlich. Konstruktion abgeschlossen. Und deswegen gehen wir jetzt hier auch noch hin. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. So, Felucia haben wir damals schon vorgelesen in der allerersten Folge, deswegen brauchen wir das nicht mehr. Und dann hätten wir immerhin 4 Planeten hier erobert. Das ist doch schon mal eine stolze Quote. Bewegungsbefehl bestätigt. Die Vernichtung wichtiger Schlüsselelemente des Gegners ist eine optimale Taktik. Versucht, die verteidigenden Einheiten voneinander zu trennen und einzeln zu vernichten. Erwarte Befehle. Unterwegs zu diesen Koordinaten. So, ist eine ordentliche Entfernung hier bei Felucia. Schickt Verstärkung! Lasst mich nur dahin kommen, dann erledige ich den Rest. Befehlsempfang war gestört. Bitte wiederholen. Bestätige. Sofort. Erwarten euren Angriffsbefehl. So, ihr macht jetzt dieses Patrouillenboot platt. Dieses immer noch sehr starke IPV-1 Patrouillenschiff. Danke sehr. Unterwegs in möglicherweise feindlichen. Was sollen wir tun? Und jetzt geht ihr hier hin. Bereit zum Einsatz. Und ihr geht hier gegenüber dem Feind auf. Erwarte Befehle. Verstanden. Habe verstanden. Ich möchte gerne beide steuern. Oh, das ist lang gedauert. Volle Kraft. Nähere mich dem Ziel. In Bewegung. Was macht ihr denn? Sofort. Habt ihr wieder Komplexe? Konzentriere die Feuerkraft. Geht zum Angriff rüber. Bitte wiederholen. Bitte Übertragung wiederholen. Ja, Sir. Angriff! So, ihr seht nämlich, da kommt gar nichts aus diesem Stützpunkt. Und deswegen können wir den jetzt hier ruhigen Gewissens platt machen. Oh, aber die könnten sich auch mal was anderes aussuchen. Das ist doch voll anstrengend, immer ein Asteroid zu bauen. Können sie nicht einfach ein normales Gebäude aus Metall bauen, so die andere auch? Echt. Naja, vielleicht fühlen sie sich einfach wohl da drin. So, und jetzt gehen wir eben dann noch hier hin. So, wir können uns noch einmal kurz angucken, wo das alles ist. Wir haben hier noch ein Gebäude hier vorne, hier noch ein paar Truppen, aber auch nichts Weltbewegendes. Von daher sollte das auch noch gut an uns fallen. Los geht's! Invasion beginnt. Wird zwar auch wieder eine Folge, die über eine halbe Stunde lang ist, aber was sein muss, muss sein. So, jetzt muss ich aber schnell hier hin. Was läuft nun? Felucia ist... eure Verstärkung. Okay, krass. Unterwegs, habt ihr ein Ziel? Unterwegs in diesem Bereich, Sir. Wir haben einen Bauplatz erobert. So, und damit haben wir eigentlich schon gewonnen. Das können wir. Wählt eure Verstärkung. Bin fast da. So, ich müsste mal wieder demnächst meine... Kompanien an Panzern nachrüsten. So, hier müsste es ihnen eigentlich ganz gut gehen, den Bodentruppen, wenn sie dort stehen bleiben. Jo, was machst du denn da schon für eine Ehrenrunde? Darauf wieder jemanden ein paar extra Kilometer zu kriegen, damit er dann irgendwie sich was nachher gut schreiben lassen kann, aber so funktioniert das hier halt nicht. So. Bei Felucia sollte man bedenken, dass, wenn man sich noch an die erste Folge erinnert, die Pflanzen hier der Infanterie nicht wirklich gut tun, zumindest wenn sie direkt reinlaufen. Wenn sie hier stehen, sollte noch alles okay sein. Aber ansonsten sollte man sie nicht unbedingt hier direkt durchschicken. Deswegen werde ich jetzt auch hier nur mit Fahrzeugen vorrücken. Felucia auch einer der exotischsten Planeten. Vielleicht auch der exotischste Planet, den sie hier für dieses Spiel entworfen haben. Ihr seht allein hier schon diese Pflanzenvielfalt, das ist einfach Wahnsinn. So, wo bleiben denn diese Feiglinge?
So, ich bin mir nicht sicher, ob hier oben vielleicht nicht eine Sensoranlage ist. Wählt eure Verstärkung. Wir können ja mal ein bisschen Map-Erkundung machen. Denn Droidiker sind ja keine Menschen. Und trotzdem schnell. Was ein Wunder der Natur. Fahrt mal bitte hier hin. Okay, dann erkunden wir jetzt einfach mit den Droidikern ein bisschen die Gegend. Gegner nähern sich. Wirklich? Hier haben die sich wieder versteckt. Diese feigen Schweine. Ups, haben wir jetzt wieder Fraps-Einbrüche oder was? Das fehlt ja jetzt gerade noch. Also diese Einbrüche, ich weiß nicht, wodurch die zustande kommen, aber sie passieren mir viel zu häufig einfach hier drin. Das ist einfach nicht ertragbar. Wäre jetzt auch einfach echt sau ärgerlich. Ich vermute, dass da einfach immer irgendetwas verarbeitet wird. Der Rechner arbeitet auch dabei, aber ich habe keine Ahnung, was und wie und vor allem warum. Es ist völlig unerklärlich. Jetzt geht es zum Beispiel wieder hoch. Jetzt scheint wieder alles okay zu sein. Gut, dann machen wir jetzt erstmal weiter. Gut, dann gehen wir einfach mit den Droidikas. Einheit zerstört. Ja, die Droidikas räumen jetzt hier mal ein bisschen auf. Nein, Plex-Soldaten. Ich hasse Plex-Soldaten. Kommt hier hin. Lass den jetzt mal da. Wenn er da hinten rumgammeln will, soll er es doch machen. Ja, das ist natürlich doof. Na komm schon, schneller Bombardement, schneller Skipray, Sturmschiffe, zeigt, was in euch steckt. Geschwindigkeit! Ach, Gott sei Dank. So, wird jetzt mal die Map bitte aufgedeckt. Ja, geht doch. Oh, da hinten war sie, ich bin dran vorbeigesäbelt. Ist ja unglaublich. So, was haben wir jetzt hier noch? Ein paar lächerliche Fußtruppen. Okay. Okay, und ein Sumpfleiter. Ja, die Droidikas sind leider etwas schwer beschädigt. Die sollte man jetzt nicht unbedingt noch da reinschicken. Oh, Mann. Also das ist echt eine Nummer, die nervt einfach unfassbar. Gut, zum Glück ist es ja gleich vorbei. Zum Glück ist der Planet gleich erobert. Ich muss nicht die ganze Schlacht so bestreiten. Das wäre ja unfassbar nervig. So, aber ihr seht schon, diese Einbrüche einfach echt furchtbar. So, da seht ihr jetzt Infanteristen, die Pflanzenschaden nehmen. Naja, sie bewegen sich ja leider nicht so schnell. Aber muss man jetzt durch. So, wir machen jetzt mal Zeitraffer. Ich habe jetzt einfach keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Mit diesen blöden Einbrüchen, das reicht mir jetzt. Deswegen bleibe ich jetzt auch ehrlich gesagt hier bei diesem Bild. Um das Programm nicht noch mehr zu überlasten. Sobald die da in sterben werden, haben wir nämlich gesiegt. So, so sieht das nämlich aus. Und dann können wir jetzt nämlich auch endlich hier raus. Über den Planeten erreicht. Aufbau beginnt. So, meine Damen und Herren, das war eine sehr erfolgreiche Ausgabe von Star Wars Empire at War Forces of Corruption. Vier Planeten sind an uns gefallen. Felucia, Yavin 4, Bonadan und Mundilins. Und beim nächsten Mal werden wir dann tatsächlich mit der Story weitermachen. Wir werden nach Darthamir gehen, um dort jemanden zu finden, der uns dieses mysteriöse Sith Holocron öffnen kann. Und Konstruktion abgeschlossen. Das wird dann die Quest für das nächste Mal. Und bis dahin heißt es, wie immer, dranbleiben
und bis zum nächsten Mal.